Fahrwerk ausgefahren. Dankeschön. Und Nullschub. Oh, zu früh. Zu früh. Und runter. Klasse. Ja, 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 ja. Ey. Doch hat er trotzdem genommen, obwohl die Anzeige kurz vorm Aufsetzen nicht blau war. Sternenhafen Dienste. Oh, die Strafe schon wieder. 100.000, Mensch. 100.000. Ich werde ja nicht mehr. Ich werde mal gleich was annehmen, was ein bisschen weiter weg ist. Dann kommen wir wieder ein bisschen rum. Finden vielleicht den ein oder anderen erdähnlichen Planeten. Und dann schauen wir mal weiter. Kohle bitte. Wobei bei den Kleinaufträgen lohnt es sich vielleicht mehr, den extra Ruf zu nehmen. Ne? Ich meine, die Credits sind ja wirklich Pillepalle. Ich glaube, da sollten wir dann den Ruf nehmen. Aber der wird dann wahrscheinlich auch nicht so extrem hoch ausfallen. Wir wollen. Da ein Megaschiff. Es gibt ja gerade gar nichts hier. Was für eine Frechheit. Hallo? Aber warum denn nicht? Überhaupt gar nichts? Muss ich aussteigen, um hier eine vernünftige Mission anzunehmen? Oder wechseln wir einfach mal... Oder wechseln wir einfach mal manuell wieder das System? Miele? Was kann Miele? 5,8 Millionen Einwohner, Industrie, Kolonie? Naja, also noch schlechter kann es ja nicht werden, oder? Wo sind wir hier eigentlich? Irgendwo am äußeren Rand, ne? Was ist eigentlich die Bubble? Ist das hier einfach so der mittlere Bereich, wo hier so, also wo so viel los ist? Ist das die Bubble, von der ich schon so viel gelesen habe? Oh, warte mal, was ist das denn bitte? Lagoon Nebula. Wie lange brauche ich dahin? Wie lange brauche ich hierhin? Zum Beispiel. Oh, 4 Millionen. Lese ich das gerade richtig? 4 Millionen Lichtjahre? Warte, was? Ach so, ja stimmt. Wir können ja unsere Sprungreichweite erhöhen und so. Oh, da sitze ich ja morgen noch hier. Aber so ein paar Sprünge können wir schon machen, bis der Tank leer ist. Hier gibt es ja auch immer so eine speziell hervorgehobenen Gebiete. Hier Coalsack, was ist das? Dark Region. Okay. Was gibt's da? Wo fängt denn hier bitte die Coalsack Region an? Hier, ne? Hier sind die ersten Systeme. Coalsack, da war noch eins. Hier. Aber das ist ja nichts. Das ist ja eine totale Einöde. Warte mal, ich hau mal kurz nochmal den wirtschaftlichen Filter hier rauf. Ist ja gar nichts, Mensch. Hä? Warum? Oder ist das hier die Bubble, weil hier Systeme sind, wo man so ein bisschen was machen kann, ne? Weil hier Wirtschaft ist. Könnte das die Bubble sein? Das hört ja irgendwann hier auf. Und hier ist dann wieder eher weniger los. Wo fängt das wieder an? Gibt es ja überhaupt irgendwas anderes oder ist das das einzigste belebte Gebiet im ganzen Universum? Hallo? Ist hier einer? Oder haben wir vielleicht einfach noch nicht die Daten dafür? Hier. Nee, das sind nur irgendwelche Nebel. Krass, ey. Boah. Ja, müssen wir glatt mal gucken, ne? Aber bisher kämpfen wir uns hier nur aus. Und hier wären auch zumindest ein paar Systeme. Oder war ich jetzt nicht weit genug reingezoomt? Nochmal bitte. Nochmal bitte hier hin und tief rein. Ganz tief, tief. Nein, tiefer geht's nicht. Ist natürlich jetzt so eine Sache. Kann sein, dass wir jetzt das Gebiet einfach noch nicht kennen. Und uns vielleicht auch nur die Ziele und so im jeweiligen Sektor angezeigt werden. Dass wir dann erst vorher eventuell hier so den Sektor verlassen müssten. Das könnte sein. Warte mal, ich gehe mal wieder auf den realistischen Modus. Wie viele Lichtjahre wären es denn? Zumindest bis hierhin irgendwo, genau. Bis in den Sektor. Also Sterne gibt es hier auf jeden Fall eine ganze Menge. Aber hier steht auch nichts, ne? Wirtschaft, nichts. Aber
Ich kann halt nicht zuordnen, ob das an mangelnden Daten liegt oder an irgendwas anderem oder ob hier wirklich überhaupt nichts los ist und ich hier dann wahrscheinlich wochenlang herfliege und dann ist da auch nichts. Ich würde das Risiko echt ungern eingehen. Wir kriegen ja auch nicht nur, Und wir kriegen ja nicht mal komplett hier in diesem Sektor andere wirtschaftliche Systeme angezeigt. Ja, wir sind hier genau in diesem Sektor noch. Und hier ist ja schon nichts mehr. Aber es könnte, wie vermutet, könnte es halt auch an unserem eigenen Horizont liegen. Und dann müssten wir da erst hinfliegen und dann mit dem Intranet unsere Daten abgleichen. Na, wo waren wir jetzt nochmal? Hier! Was? Wo sind wir denn jetzt hier? Ich habe den falschen Winkel an, kann das sein? Wo sind die wirtschaftlichen Systeme? Wir haben uns ein wenig verfranst. Karte aus, Karte wieder an. Ah, geht doch. Ja, hier. Bis hier. Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Aber ein Tapetenwechsel muss hier. Ich will woanders hin und unterwegs schön was wegscannen, um Kohle zu verdienen. Aber nicht so super weit weg. Aber vielleicht hier schon mal an den Rand. Hier, was ist mit dem System? 10.000 Einwohner ist ein bisschen wenig, ne? Nope, nope, nope. Hohe Bevölkerung. Konnten wir das nicht irgendwo einstellen? Status, Wirtschaft, Regierung, Zugehörigkeit, Nutzerdaten, Dienste, besuchte Sterne, nope, Machtspiele, Bevölkerungsanzahl von Min bis Max. Ja, das sagt jetzt aber auch wenig aus, ne? Hier, die dicken Dinger. Genau. Klee, wie weit ist Klee weg? 111 Lichtjahre. 1,2 Milliarden Einwohner. Da könnte was Gutes sein, ne? Oh. Klee. 111 Lichtjahre. Da müssen wir unterwegs tanken, ne? Nein! Das liegt in unserer Sprungreichweite. Oh, die Edda ist ja fantastisch, Mensch. Die ist ja wirklich fantastisch. Und auf dem Hinweg Grundscan und gucken, ob wir erdähnliche Planeten finden. Da finden wir bestimmt welche. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Und in Klee oder in Klee machen wir dann einfach weiter wie gehabt. Missionen annehmen und gucken, was sonst noch so kommt. Das wäre auch Richtung Coalsack. Da gibt es bestimmt irgendwas Cooles zu gucken. Da gibt es bestimmt ein optisches Highlight. Und ich soll ja genau, ich soll ja... Oh, stopp, vorsichtig. Route löschen. Ich will die schnellste Route. Nach Klee, bitte. Ist jetzt viel schneller? Ich weiß nicht. Aber das ist jetzt die schnellste Route, ne? Schweifboost. Gibt es da was Relevantes? Nochmal löschen, bitte. Mit Schweifboost. Ich gehe mal ganz stark davon aus, falls wir irgendwo... wie hießen denn nochmal diese Sterne, die diesen Schweif haben? Finden wir dann vor Ort sicherlich raus. Das wird uns bestimmt angezeigt an unserer nicht zerbrochenen Scheibe. Und dann nutzen wir das natürlich aus. Das allererste Mal, falls wir unterwegs sowas finden. Ansonsten geht es jetzt erstmal weiter Richtung Klee. Vielleicht entscheiden wir uns ja während der Tour noch um und landen irgendwo mal zwischen. Aber scannen, ne? Scannen werden wir auf jeden Fall. Es kann losgehen. Klasse. Starten bitte. Ja, jetzt kannst du mich wieder drehen, ne? Das wäre toll, wenn die Station sich dann in Bezug auf die Anflugsrichtung dann vorbereiten würden auf die Landung. Das wäre ein schöner Service. Ich wäre bereit dafür, was zu bezahlen. So, die Richtung bitte. Massesperre. Entboosten bitte. Und dann einmal den Tank leer fahren. Ist das nicht super? Wir müssen nicht mal tanken. Und dann gucken wir uns nochmal an den Rand an. Also bis wohin uns dann wirtschaftliche Systeme angezeigt werden. Vielleicht regelt sich das ja hier im Laufe der Tour. Vielleicht bekommen wir ja dann neue Daten. Und so weiter und so fort. Wo ist mein Kaffee? Kaffeecreme.
direkt aus der Senseo-Maschine. Ich weiß, die ganze Plastikverschmutzung und so. Aber schmeckt verdammt lecker. Vorsichtig, vorsichtig. Weglenken. Jetzt ist gerade keine Zeit für Kaffee. Scannen. Klasse. Nullschub. Wichtige Systeme, beziehungsweise wichtige Himmelskörper. Nein. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Und J. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Dankeschön. Könnte man jetzt auch noch? Nee, das geht ja nicht. Man muss ja Speed drauf haben, ne? Für den Frameshift-Antrieb. Komm schon, Mensch. Wir haben Hitzeschutz und eine Klimaanlage. 4, 3, 2, und die kleinen 1, Feuerchen, ne? Die werden ja wie immer hier durch den Fahrtwind im Hyperraum gelöscht. Kaffee. Schön. Einfach mal schön. Das reisende Gefühl, das macht mir am meisten Spaß. Mit am meisten. Ach, es gibt so viele Dinge, die mir hier Spaß machen. Ablenken. Grundscannen. Nullschub. Auch hier gibt's nichts, ne? Ist abgeschlossen. Ich sollte mal darauf hören, glaube ich. Einfach. Wenn es abgeschlossen ist, dann gibt's da offensichtlich nicht so viel. Oh, ein benahmtes System. Gleich mal gucken. Aber wenn wir den Erkundungsscanner vor dem VSS benutzen, sind wir ja noch auf Fahrt. Da haben wir ja noch Geschwindigkeit drauf. Dann könnte man ja auch theoretisch die Systemcard benutzen. Aber ich mag halt die Farben und die Kategorisierungen im VSS-Scanner. Das ist schneller für mich zu übersehen. Als blutjunger Anfänger. Als Greenhorn. Okay, abdrehen, abdrehen. Oh, wir müssen sogar hier lang. Ja, dann hier hin. Grundscannen. Oh, hier ist eine ganze Menge. Hier muss ich mal gucken. Aber so richtig, ne? Felsig, Eis, hoher Metallanteil, Gasriesen. Nein, erstmal nicht. Bitte, bitte keine Gasriesen. Bitte nicht mehr. Ist hier irgendwas terraformbar oder sowas? Das können wir jetzt noch nicht in der Systemkarte sehen. Oder? Nee, ne, das geht nicht. Ich guck mal nach. Raus aus dem VSS. 7. Hier steht da nur nicht erkundet, ne? Kann man sich die hier nicht irgendwie noch kategorisieren lassen schon mal? Kartenansicht. Sonnensystemansicht. Oh, das ist ja noch... naja... mittlerer zu überblicken. Kartenansicht. Ja. Schön schematisch. Schematisch. Nicht erforscht. Die müssten wir jetzt im VSS müssten wir die scannen und dann in der Systemkarte gucken, ob da irgendwas terraformbar wäre. Aber das sollten wir schon tun. Ne? Wir brauchen ja nicht das ganze System scannen. Weil das bringt nur dann Mittel was. Den Grundscan haben wir ja schon gemacht. Nein, nicht Eis. Metall. Metall, Metall, Metall. Wo hätten wir denn hier bitte jetzt die metallenen Planeten? Hallo? Nein? Da, da ist was. Hier irgendwo. Wahrscheinlich in irgendeinem Untersystem. Wieder Metall bitte. Nee, erst wieder noch ein Untersystem, richtig? Nee, das haut jetzt gerade nicht hin. Das Verständnis ist noch nicht so ganz da. Ich sehe da noch nicht so hundertprozentig durch. Ich bin doch jetzt hier gerade auf der Spektralanalyse auf. Ach, Felsinger. Das hat sich hier wieder zwischengeschummelt, das Signal. Es sind nicht so wirklich Welten mit hohem Metallanteil dabei, richtig? Hier fängt zwar die Kategorie dafür an, aber in Wirklichkeit sind es nur felsige Himmelskörper, die wir hier finden können. Also können wir den Rest vergessen. Aber müssen denn die verschiedenen Frequenzen hier, also von felsigen Himmelskörpern und Welten mit hohem Metallanteil, so nah beieinander liegen? Könnten die nicht vielleicht besser voneinander trennbare Signale von sich geben? Aber nun gut, wir können weiter. Alles klar. Aber die nächsten Welten mit hohem Metallanteil gehören uns und natürlich auch die erdähnlichen Planeten. Und wenn wir finden, Wasserwelten... Toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen und kreuzen die Finger. So, Kaffee ist alle.
Dann bleibt ja nur noch Cola. Ach, so schön. Ich krieg das immer noch nicht so. Also ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass wir jetzt komplett diese, für mich, riesige Tour fliegen können, ohne aufzutanken. Da kommen sicherlich noch viel, viel mehr. Aber für mich schon wieder ein persönliches Highlight. Grundscannen. Schon mal ausrichten. VSS-Scanner. Nichts. Ich hätte wieder auf die Ansage hören sollen. Am nächsten Mal. Dann aber auch wirklich. Dankeschön. Ach ja, eine neue Computerstimme kann man sich ja hier auch kaufen. Ebenfalls für Premium-Punkte. Aber da habe ich bisher nur Englische gehört. Gibt es da auch noch weitere Deutsche? Das wäre doch mal ganz interessant, ob wir uns da irgendwann mal in ferner, ferner Zukunft eine andere Stimme kaufen können, die uns hier aus dem Raumschiff entgegenplärt. Das wäre doch mal was. Oh, abgeschlossen. Wir können gleich weiter, oder? Wobei, zwei Himmelskörper. Nicht, dass das ein erdähnlicher Planet ist oder so. Nein, alles andere. Na dann eben nicht. Na dann eben gleich weiter. In die Richtung. Und boom. Klasse. Macht er gut, ne? Ein schönes automatisches System. Wir haben so viel Platz hier. Da könnte man einen Schlafsack hinpacken. Und dann könnte man ewig unterwegs sein. Oder haben wir hier eine Schlafkabine hinten drin? Bestimmt. Wie von so einem Trucker. Ist eine kleine Kabine mit so einem Tablet. In die Decke eingebaut. Bestimmt. Das wäre doch mal cool, wenn man hier aufstehen und rumlaufen könnte. Hi! Ausweichmanöver bitte. Es wird zu heiß. Grundscannen. Treibstoff wird gesammelt. Treibstoffsammler. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall in den VSS-Scanner gucken. Eieieiei. Eishimmelskörper. Felsig. Welt mit hohem Metallanteil. Das ist hier wieder direkt an der Kante. Hier fangen die Asteroidencluster an. Mhm. Mit hohem Metallanteil. Aber ich glaube, die gibt's hier gar nicht. Hier fängt es erst wieder so richtig an. Wenn wir in einem anderen Bereich sind auf der Spektralanalyse. Das ist ein Asteroidencluster. Ja, okay. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Aber keine Welt mit hohem Metallanteil. Obwohl es da unten steht. Warte mal, ich probiere es mal ganz kurz. Vielleicht irre ich mich ja jetzt auch schon wieder. Obwohl es hier unten steht und wir hier die weißen Pfeile unten auf der Spektralanalyse haben. Finden wir hier keine Welten mit Metallanteil, ne? Das täuscht halt. Ich glaube, der Ausschlag, der blaue auf der Spektralanalyse, der müsste höher sein. Damit wir hier auch das Passende finden. Okay, ich glaube nicht, dass wir irgendwas Passendes hier haben. Gasriesen. Nein, die wollen wir nicht. Die sind mir zu groß und zu unhandlich gescannt. Wir können weiter. Volldampf. Ausrichten. Und J. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Genau, für den Frameshift. Anarchie, sauber. Mit J kannst du abbrechen. Eine saubere Anarchie? Wie soll ich das verstehen? Eine weitere Frage kommt auf die Liste. Na, ein paar Sprünge sind ja noch. Aber unser Tank, der macht ordentlich mit. Das ist so schön. Selbst wenn, wir könnten unterwegs auftanken. Stimmt, wir müssen mal gucken. Da gab es ja... Ich bin mir gerade nicht so sicher. Wir müssen mal das nächste Mal gucken, wenn wir uns wieder unsere Raumschiffausstattung angucken können. Ob wir den besten Treibstoffsammler haben. Aber es wirkt gerade, als ob der hier sehr schnell den Sprit einschaufelt. Okay, das System haben wir komplett. Wunderbar. Valkondan. Komm, noch einmal den E-Scanner. Geht nicht, schade. Ist beendet. 4, 3, 2, 1,
Geringe Sicherheit, aber ebenfalls sauber. Oder ist das vielleicht unser Ruf oder so? Ausweichmanöver bitte. Grund scannen. Oh, 20 Himmelskörper. Das könnte sich lohnen. Nein. Nicht so wirklich. Oh, das ist auf jeden Fall eine Welt mit hohem Metallanteil. Okay, da muss vielleicht das Signal dann so richtig schön separat stehen, damit wir hier wirklich eine Welt mit hohem Metallanteil finden. Und nicht hier an der Kante zur nächsten Kategorie. Vielleicht, eventuell. Na, sind wir hier richtig? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Untersystem. Ja, das könnte es sein. Funktioniert das jetzt hier, so wie ich das vorhabe? Das ist wieder der Eisplanet. Nein, wir suchen den für Metall. Das schließt sich mir nur so medium. Warum ich dann hier gewisse Pfeile angezeigt bekomme, aber nicht den direkt für die Welt mit dem hohen Metallanteil. Wo ist der denn bitte, der Planet? Jetzt sind die Pfeile auch verschwunden, obwohl hier ein direkter Ausschlag ist bei Welten mit hohem Metallanteil. Okay, wir werden den schon finden. Das muss doch diesmal wirklich einer sein. Hier im Untersystem vielleicht. Gibt es da ganz viele davon? Nein, keiner von denen. Was ist es denn stattdessen? Wieder irgendwas Felsiges? Ja, es sind einfach nur Felsige. Vielleicht einfach mal ein bisschen weiter hier nach links gehen. Auf der Spektralanalyse. Stopp. Nein. Ist alles, aber nicht das, was ich suche. Nicht die Welt mit dem hohen Metallanteil. Eisplanet, ja, danke. Noch ein Eisplanet. Wie man sich ja bekanntermaßen sparen kann. Ich gehe das mal ganz kurz durch. Ob es hier überhaupt jetzt eine Welt mit hohem Metallanteil gibt? Das ist hier die Frage. Eisplanet. Jede Menge davon. Was ist das jetzt bitte? Keine Anzeige. Doch Eisplanet. War ein bisschen verzögert. Ich war irritiert. Und hier ist ein... Ebenfalls ein felsiger Eisplanet. Mit Knusperstückchen. Felsig. Okay. Noch irgendwas in die Richtung hier? Nein. Erstmal raus wieder. Aus dem Untersystem. Ja. Na. Hallo. Zeigt euch. Ihr elenden Planeten, ihr. Da ist er. Warum? Warum haben die Pfeile mich davor immer woanders hingeschickt? Hier muss das sein, ne? Das gute Stückchen. Planet mit hochwertigen Metallen. Da müssen wir gleich mal gucken. Weil Condon der terraformbar ist. Das ist auch der einzigste, ne? Tatsächlich. Aber der sieht... Also jetzt rein vom optischen Eindruck her. Nee, ne? Keine Atmosphäre. Die kommen vielleicht noch. Weil Condon A1... Einmal bitte in die Systemübersicht. Balkon dann A1. Das ist der hier, ne? Du hast diesen Planeten noch nicht erfasst. Hochmetallhaltige Welt mit metallischen Kern. In Welten wie diesen stößt man manchmal auf metallhaltige Erzvorkommen direkt unter der Oberfläche. Vor allem in Gebieten, die von Vulkanismus geprägt sind. Nee. Das wird uns nicht viel bringen. Das Dingeling jetzt hier nochmal im Detail zu scannen, weil nicht terraformbar. Ansonsten nur Belloplaneten, ne? Ja, wir hatten ja alles durch. Wir können abhauen. Mysteriös. Dass die Pfeile uns da erst woanders hingeschickt haben. Es liegt wahrscheinlich an mangelnder Erfahrung bei mir.
Aber die schleicht sich ja so langsam ein, die Erfahrung. So ein ganz klein bisschen. Stückchen für Stückchen, Scheibchen für Scheibchen, die Salamitechnik. Oder wie meine Oma immer zu sagen pflegte, mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Und jetzt wasch dir die Hände, Leo, es gibt Mittag.